بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Lebt der Prophet Muhammad Allahs Segen und Frieden auf ihm in seinem Grab weiter? Die Antwort ist ja. Nicht nur der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm. Jeder Mensch, ob Muslim oder nicht Muslim, lebt das Leben des Barzach. Das ist das Leben, in das du übergehst, nachdem du stirbst. Egal ob Muslim oder nicht Muslim. Selbst die größten Verbrecher, wie beispielsweise Hitler, Stalin und so weiter, selbst sie leben im Barzach weiter. Und das ist sozusagen das Zwischenleben zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Jetzt mag der eine sagen, okay, was ist, wenn ich den toten Körper sehe und er ist leblos da oder im Grab liegt er leblos? Da tut sich doch nichts. Das ist richtig, aber man muss sich das so vorstellen, wie mit einer schlafenden Person. Wenn du beispielsweise im Zimmer bist von deinem Bruder oder deiner Schwester und sie in diesem Zimmer schlafen und du siehst von außen nichts, aber der Schlafende hat einen extremen Albtraum und es fühlt sich so an, als ob es echt ist und es passieren die schlimmsten Dinge in diesem Traum. Du als außenstehender Mensch schaust diese schlafende Person an und denkst dir, sie schläft. Du siehst nichts, aber sie erlebt gerade Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst. Und so ähnlich ist es mit dem Leben des Barzach. Du siehst vielleicht diesen leblosen Körper, aber was diese Person gerade erlebt, in einer anderen Welt sozusagen, kannst du dir nicht ausmalen, erst wenn wir es selber erleben. Deswegen heißt es, dass das Leben im Barzach oder im Grab entweder ein Garten von den Gärten des Paradieses ist oder eine Feuergrube von den Gruben der Hölle. Und deswegen fängt die Belohnung oder die Strafe schon direkt nach dem Tod an. Möge Allah uns standhaft machen und uns vergeben und uns vor der Peinigung im Grab schützen und uns vor der Hölle schützen und uns ins Paradies eingehen lassen. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.